Space. Der Urheber des Fehlers, meine sehr verehrten Damen und Herren, über den ich Ihnen heute erzählen möchte, der Urheber ist eigentlich königlichen Ursprungs. Es ist Oskar der II., König von Schweden. Er regierte, wie Sie sehen, von 1829, er lebte von 1829 bis 1907 und regierte ein damals noch schon sehr friedliebendes Land in einer glücklichen, ruhigen Atmosphäre. Nebenbei gesagt, Schweden hat ja auch dann das Glück gehabt, die späteren Kriege nicht mitmachen zu müssen. Und dieser König, der dieses Land in aller Behaglichkeit regieren konnte, war ein sehr belesener und der Wissenschaft zugetaner Mann und hat anlässlich seines 60. Geburtstages endlich ein Problem lösen wollen und ausgeschrieben eine Preisaufgabe für die besten mathematischen Forscher der Zeit. Ein großer Preis, der erhalten wird, wenn das folgende Problem gelöst wird. Für ein gegebenes System von n sich untereinander anziehenden Teilchen, die den Newtonschen Bewegungsgesetzen folgen, soll unter der Annahme, dass es zu keinem Zweierstoß kommt, eine allgemeine Lösung gefunden werden in Form einer Potenzreihe in den Zeit- und Raumkoordinaten, die für alle Werte der Zeit- und Raumkoordinaten gleichmäßig konvergiert. Und das ist ein wesentliches Problem. Und warum dies ein wesentliches Problem ist, will ich Ihnen zunächst einmal klarlegen, denn so klingt es ja irgendwie höchst eigenartig. Aber es ist wirklich an die Existenz rührend. Um es also erklären zu können, werde ich Ihnen jetzt in der ersten Zeit viele Weltbilder entwerfen. Und aus diesen Weltbildern wird sich dann dieses Problem ergeben. Dann wird sich ergeben, wie dieses Preisausschreiben abgelaufen ist und dass derjenige, der den Preis bekommen hat, ihn bekommen hat, weil er in seiner Arbeit einen Fehler geschrieben hat. Und als er dann selbst entdeckte, dass dieser Fehler in dieser Arbeit war, ist daraus eine eigene Theorie entstanden, eine wichtige mathematische Theorie. Das ist also die Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde. Also, lassen wir mal das Problem, so wie es formuliert ist, zur Seite und beginnen wir ganz am Anfang, als die Menschen zu denken begonnen hatten. In Wirklichkeit hatten sie zu denken begonnen, als sie den gestirnten Himmel beobachtet hatten. Denn der gestirnte Himmel, der hat ihnen mitgeteilt die Botschaft von oben gleichsam, von den Göttern. Im Himmel, da befindet sich eigentlich die Wahrheit. Denn der Himmel ist unangreifbar, unveränderlich, immer so, wie er ist. Und da muss man also Ewigkeit, Unabänderlichkeit, das wichtige Fundament der Welt finden können. Und tatsächlich, wenn man den Himmel betrachtet und die Sterne ansieht, so sieht man insbesondere, dass besonders helle Sterne sich zu Bildern, zu sogenannten Sternbildern zusammenfassen lassen. Hier sehen Sie das berühmte Sternbild des Orion. Das Sternbild des Orion, das ich hier nur durch einen Streckenzug mit roten Strecken gekennzeichnet hatte, aber dieser Orion, das war natürlich eine mystische Person, die im Himmel steckte und uns Mitteilungen machte. Aus dem Himmel kann man gleichsam dann die Welt erklären. Und das machen bis heute noch die Astrologen. Mit sehr großem Erfolg, nebenbei gesagt. Auch Kepler war bedeutender Astrologe. Er hat dadurch sich das Geld verdient für seine astronomischen Arbeiten. Aber es waren auch die Griechen, die nicht nur diese Sternbilder mit wunderbaren Geschichten beschrieben hatten, von Andromeda und Perseus und all den anderen, die im Himmel da sich wiederfinden. Es waren auch die Griechen, die gesagt hatten, dass in Wirklichkeit, in Wahrheit, die Sterne wie hingeworfen im Himmel sind. Und die Sternbilder eigentlich entstehen durch unser Anschauen der Sterne. Die Sternbilder sind in Wirklichkeit gar nicht im Himmel, sondern eher in uns drinnen. Und wir projizieren sie aus unserer Vorstellung in den Himmel hinauf. Der Himmel selbst besteht nur aus diesen Sternen selbst. Aus diesen Sternen selbst. Aber trotzdem, die Ordnung ist vorhanden.
Und man sieht auch, wie diese Sterne, dieser Fixsternhimmel, sich während einer Nacht bewegt. Da bewegen sich die Sterne hier in kreisförmiger Bewegungen um den Polarstern herum. Hier sehen Sie diese Sternenbahnen. All das im Himmel ist geordnet. Und darum nannten die Griechen das himmlische Geschehen den Kosmos. Kosmos, dieses griechische Wort, heißt Ordnung. Im Gegensatz zu dem, was hier unten auf Erden passiert, jedenfalls haben es die Griechen damals schon so erlebt, Chaos. Und dem Kosmos nahe zu kommen und den Kosmos zu verstehen, das war die Aufgabe. Und die Sterne sind ja, wie ich Ihnen schon angedeutet hatte, an der Himmelskugel wie angeheftet, fixiert, darum nennt man sie die Fixsterne. Nur einige von ihnen, einige dieser Sterne sind Wandelsterne und bewegen sich entlang der Sternbilder. Und hier sehen Sie die eigenartige Bewegung eines dieser Wandelsterne während der Tage der Beobachtungen über die Sternbilder hinweg. Was Sie vielleicht auch erkennen, ist, diese Bewegung ist gar nicht so einfach, sondern sie geht in einer bestimmten Art und Weise schleifenartig vorwärts und rückwärts und dann wieder vorwärts. Aber all das hatten sie entdeckt. Und der Erste, der dann aus diesen Beobachtungen ein Weltbild des Kosmos formte, war der Erfinder der Mathematik, Pythagoras. Und Pythagoras stellte fest als Erstes, die Erde selbst, die ist in diesem Kosmos. Und die Erde, so sagt Pythagoras, ist eine Kugel. Er war felsenfest davon überzeugt, die Erde muss kugelförmig sein, höchstwahrscheinlich deshalb aus ästhetischen Gründen, weil die Kugel ein vollkommener Körper ist. Und er, der göttliche Pythagoras, kann es sich nicht erlauben, auf einer Scheibe zu leben. Er muss auf einem vollkommenen Körper existieren. Also die Erde ist eine Kugel und daneben gibt es noch als Himmelskörper ganz besonders sichtbar die Sonne und den Mond. Und daneben gibt es dann noch die Planeten, die sich auch bewegen entlang der Himmelskugel. Da ist Merkur und dann ist Venus und dann ist Mars, der rote Planet. Und dann ist Jupiter, der Planet des Gottes, des Königs der Götter, der sich nämlich relativ langsam bewegt. Und Saturn, der letzte Planet, den man mit freiem Auge sieht, der sich ganz, ganz langsam bewegt, der hinkende Gott. Und dahinter befindet sich das Sternenzelt, das Pythagoras wie eine Kugel sich vorstellte. Das ist die letzte Sphäre. Und auch all diese Wandelsterne, von denen ich gesprochen habe, die Erde mit eingeschlossen im pythagoreischen System, bewegen sich. Auch die Erde bewegt sich entlang einer Sphäre. Die Erde und der Mond und die Sonne und Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. In Kreisen bewegen sie sich entlang dieses Sternenzeltes. Und was ist in der Mitte des Sonnensystems? In der Mitte des Sonnensystems, des Planetensystems, des Wandelsternsystems, in der Mitte ist nämlich nicht die Sonne, die bewegt sich ja auch, in der Mitte ist ein Zentralfeuer. Und dieses Zentralfeuer, so sagt Pythagoras, das sehen wir nicht. Warum nicht? Weil wir auf der abgewandten Seite der Erde leben, die das Zentralfeuer niemals zu Gesicht bekommt. Also die Erde bewegt sich um das Zentralfeuer, aber wir sehen es nicht. Und die Sonne leuchtet deshalb, weil sie vom Zentralfeuer so stark beschienen wird, ebenso wie der Mond. Also das war das System, das höchst eigenartige System des Pythagoras und was wir uns dabei als bemerkenswert merken können ist, die Erde ist eine Kugel und sie bewegt sich sogar in diesem System. Was Pythagoras weiter feststellte ist, ja wie viele Sphären habe ich denn da? Da habe ich die Sphäre der Erde, 1, des Mondes, 2, der Sonne, 3, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn und dann noch die Sphäre der Fixsterne, 9 an der Zahl. Aber 9 ist keine schöne Zahl für Pythagoras gewesen. Die Zahl der Allvollkommenheit ist 10. Also sagt Pythagoras, muss es noch eine Sphäre geben von einem Planeten, den wir auch nicht sehen. Das ist die Gegenerde. Die ist immer gegenüber der Erde und geht auch um das Zentralfeuer herum. Und weil wir ja das Zentralfeuer schon nicht sehen, können wir auch die Gegenerde natürlich überhaupt nicht sehen. Und daher, so sagt Pythagoras, gibt es 10 Sphären. 10, das ist die Zahl der Allvollkommenheit. Es gibt auch Menschen auf der Gegenerde. Also,
es ist nämlich, wenn Sie nur diese drei Körper betrachten, den Zentralkörper, also hier das Zentralfeuer, auf der einen Seite die Erde, dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass tatsächlich bei diesem sogenannten Dreikörperproblem eine Gegenerde existierte, die dann wirklich stabil um dieses Zentralfeuer genauso sich bewegen würde wie die Erde selbst. Ja, die bewegt sich auf dem sogenannten Lagrange-Punkt Nummer 3. Das ist also eine Lösung des Dreikörperproblems und die wird fast von Pythagoras, oder man hat es überliefert bekommen, dann von einem Schüler von ihm, von Philolaios, aufgenommen. Also das war diese Idee. Die Idee, dass die Erde sich bewegt um ein Feuer, ist dann von Aristarch übernommen worden. Aber Aristarch hat gesagt, also die Vorstellungen des Pythagoras lassen sich mit den Beobachtungen nicht in Einklang bringen. Wir müssen wohl die Sonne ins Zentrum stecken. Die Sonne bei Aristarch von Samos war bereits im Zentrum des Kosmos. Die Sonne. Und die Erde bewegt sich um die Sonne herum, so wie es dann später auch Kopernikus gesagt hat. Es ist also bei Aristarch so, dass sich der Mond um die Erde bewegt, die Erde bewegt sich um die Sonne und die anderen Planeten, die bewegen sich genauso um die Sonne wie die Erde. Also ein richtiges heliozentrisches System, Helios ist ja die Sonne. Und es gibt gute Gründe, die Aristarch dazu verleitet hatten, dieser Idee des heliozentrischen Systems nahezutreten. Es gibt aber auch gute Gründe, dass Aristarch dann gesagt hat, es ist vielleicht doch nicht wahr. Es ist vielleicht doch nicht wahr. Und seine Begründung ist die folgende. Wir betrachten auf der Fixsternsphäre einen Stern, irgendeinen. Der ist ja fix. Und wir stellen uns vor, von der Erde, die sich um die Sonne bewegt, wird dieser Stern einmal, sagen wir, im Juni betrachtet und dann ein halbes Jahr später, also im Dezember, noch einmal betrachtet. Dann sehen Sie, dass durch die Bewegung der Erde nach einem halben Jahr der Stern ja unter einem anderen Winkel gesehen werden müsste. Das heißt, dieser Fixstern würde durch die Bewegung der Erde um die Sonne sich dauernd gleichsam hin und her bewegen müssen während eines Jahres. Aber das tun die Fixsterne nicht. Sie bewegen sich nicht scheinbar hin und her, jedenfalls nicht sichtbar. Und das wird wohl der Grund gewesen sein, dass Aristarch dieses System dann doch verworfen hat. Und man sagte, es muss wohl die Erde im Zentrum des Kosmos sein. Die Erde im Zentrum des Kosmos. Und um die Erde herum bewegt sich die Sonne. Jetzt stelle ich Ihnen noch ein System vor, von dem man annimmt, dass es bereits griechisch in Ursprung sei, ein Herakleides Pontikos, der um 390 vor Christus geboren und um 322 vor Christus gestorben ist, hat dieses System entworfen. Die Sonne bewegt sich um die Erde, der Mond bewegt sich um die Erde, aber Merkur und Jupiter, die bewegen sich um die Sonne herum. Währenddessen Mars und Jupiter und Saturn, die sich um die Erde herum bewegen würden. Das war so eine Vorstellung, eine Art Mischsystems. Ein bisschen heliozentrisch, ein bisschen geozentrisch. Jedenfalls geozentrisch muss es sein, damit die Fixsterne ihren Platz hatten. Aber tatsächlich hatte man dem Aristoteles zufolge, das ist schon Platon geäußert, gesagt, nein, es wird so sein. Es ist wie bei Pythagoras, es gibt Sphären des Himmels, aber die Erde ist im Zentrum. Der Mond bildet eine Sphäre. Und die Sonne bildet eine Sphäre und Merkur und Venus, die bilden Sphären darinnen. Und deshalb darinnen, weil der Mond bewegt sich einmal am schnellsten entlang des Himmelszeltes, braucht ungefähr 27 Tage. Merkur ist auch sehr flott, darum ist er auch der Planet Merkur, weil er so schnell ist. Merkur ist ja der Himmelsbote, der Götterbote mit Flügeln an den Fersen. Er ist ja der Gott der Diebe und der Händler, für die Griechen war das Gleiche. Der bewegt sich also sehr, sehr schnell. Und dann kommt Venus, die auch relativ flott ist, die Sonne 365 Tage, dann kommt Mars, der etwas langsamer ist und wie gesagt Jupiter und dann Saturn. Das ist dieses geozentrische Weltbild, das Aristoteles bevorzugt hatte, das aber so nicht ganz stimmen kann. Das ja so nicht ganz stimmen kann, denn es ist ja so, dass die Planeten von der Erde aus betrachtet manchmal Rückläufe haben. Und diese Rückläufe kann dieses sich drehen um die Erde eigentlich nicht erklären. Nein, Claudius Ptolemaios hat dieses System dann verbessert. Er hat gesagt, tatsächlich, Mond und Sonne bewegen sich auf Kreisbahnen um die Erde herum, aber zum Beispiel Merkur, der bewegt sich nicht auf der Kreisbahn selbst, sondern bewegt sich auf einem Kreis, der auf dem Kreis selbst darauf ist,
Auf heißt auf Griechisch Epi und Kreis ist Kyklos und da heißt es die Epizyklentheorie. Merkur bewegt sich so und Venus bewegt sich so rückläufig und Mars und Jupiter und Saturn. Lauter Epizyklen. Ein sehr, sehr eigenartiges System. Und dieses System hat aber die Beobachtungen außerordentlich gut beschrieben. Es wurde dann immer mehr und mehr verfeinert. Es wurden dann Kreise auf Kreisen auf Kreise draufgelegt, damit das Jahr stimmen kann. Aber es war außerordentlich genau, diese Epizyklen. Und damit konnte man auch diese Rückläufe verstehen. Und dieses System hat sehr lange gehalten. Bis dann um 1490 herum Nikolaus Kopernikus gesagt hat, ich greife die alte Idee des heliozentrischen Systems wieder auf, um es einfacher beschreiben zu können, den Kosmos. Denn diese vielen Kreise auf den Kreisen, das ist mir einfach zu kompliziert und man könnte es ja auch einfacher sehen. Man könnte nämlich sagen, ich nehme die Sonne ins Zentrum und die Erde bewegt sich um die Sonne, genauso wie bei Aristarch und auch der Merkur bewegt sich um die Erde herum, der Mars bewegt sich um die Erde herum und das sieht man hier, die Erde geht etwas schneller und der Mars geht etwas langsamer um die Sonne. Und dann sehe ich da das Sternenzelt. Am Anfang sehe ich von der Erde den Mars an der Stelle, wo der Pfeil endet, am Sternenzelt. Und dann etwas später, die Erde ist ziemlich weit vorangelaufen, der Mars nur langsamer, schaue ich wieder auf den Mars und sehe am Sternenzelt, dass der Mars scheinbar ein bisschen zurückgelaufen ist. Also so kommt der Rücklauf vielleicht zustande, dieser eigenartige Rücklauf, der dann nicht zustande kommt in einer anderen Position, wenn sich Mars und Erde in dieser Lage befinden. Und hier sehen Sie wiederum Ihre Geschwindigkeitsvektoren, wo Sie dann also gleichsam einen Monat später sein werden. Da sehe ich im Monat vorher am Sternenzelt den Mars an der Spitze des gelben Pfeiles, den Sie hier sehen. Das ist der Seepfeil von der Erde zum Mars bis zum Sternenzelt. Und dann später, die Erde ist dort, wo der blaue Pfeil endet, der Mars ist dort, wo der rote Pfeil endet und da sehen Sie wieder den Seestrahl und da sehen Sie, der Mars läuft jetzt wieder gleichsam vorwärts. Und so kann man genauso diese Rückläufigkeit und dieses Vorlaufen der Planeten verstehen, ohne dass ich die Epizyklen brauche. Und darum hat dann Kopernikus wiederum die alte Idee des Aristarch aufgegriffen und gesagt, wir setzen die Sonne ins Zentrum, das heliozentrische System hat es immer gegeben, es war immer eine Diskussion und nur Kopernikus hat jetzt diese Idee entwickelt, dass man die Epizyklen damit gut erklären kann. Das ist nichts anderes als das System des Aristarch von Samos. Das einzig Schwierige war, was ist jetzt mit dem Sternen selbst? Denn die müssten ja, wenn sich die Erde um die Sonne herum bewegt, scheinbar während des Jahres hin und her wackeln. Ja, das geht nur dann, sagt Kopernikus, wenn die Sterne weg sind. Weit weg. Unfassbar weit weg. So weit weg, dass man das Wackeln gar nicht mehr sieht. Das ist die einzige Möglichkeit. Nebenbei gesagt, das wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts gezeigt, dass das wirklich stimmt. Denn man hat das Wackeln festgestellt mit den damals besten Teleskopen, die man hatte. Und Bessel hat festgestellt, die Sterne sind wirklich unfassbar weit weg. Also wir brauchen jetzt die Sterne gar nicht mehr in den Blick zu nehmen, sondern nur das Planetensystem. Ein weiterer Nachteil des Systems des Kopernikus war, es war nicht so genau wie das von Ptolemäus. Also gleichsam, wenn man die beiden Theorien vergleicht und wie Karl Popper kommt und sagt, wir müssen die Theorien uns anschauen und eine Theorie wird verworfen, wenn sie falsche Ergebnisse liefert, dann ist Kopernikus falsifiziert. Ja. Aber trotzdem, die neuen Astronomen hatten sich von dieser Idee des heliozentrischen Systems, dass es einfach ist, so beeindrucken lassen, dass sie sagten, wir bleiben beim heliozentrischen System und korrigieren es einfach dadurch, dass wir sagen, ja, die Erde bewegt sich um die Sonne, der Mond bewegt sich um die Erde, aber Merkur bewegt sich wieder mit einem Epizyklus und genauso Venus und genauso Mars und genauso Jupiter und genauso Saturn. Also die alten Epizyklen sind wieder eingeführt worden. Und Sie sehen, es gibt Weltbild auf Weltbild auf Weltbild. Ich stelle Ihnen jetzt noch ein Weltbild vor, das sehr en vogue war für ganz kurze Zeit, weil es propagiert wurde von den damals besten Astronomen in Prag, Tycho de Brahe, eigentlich kommend aus Dänemark. Tycho de Brahe hat gesagt, nein, wir müssen schon dieses Sternenzelt
beobachten, und es muss die Erde, wenn das Sternenzelt da ist, wohl in der Mitte der Sternenkugel sein. Und um die Erde herum bewegt sich dann der Mond. Ja, und um die Erde muss sich natürlich auch die Sonne bewegen. Aber bei Tycho de Brahe bewegen sich dann alle übrigen Planeten um die Sonne herum. Also ein Art Mischsystem wieder. Und es ist nicht das erste Mal, dass dieses Mischsystem erfunden worden ist. Der beste Schüler von Tycho de Brahe, der selbst nicht so gut sehen konnte wie Tycho de Brahe hat ein wunderbares Augenlicht gehabt und das war der letzte Astronom, der mit freiem Auge die Sterne ganz genau vermessen hatte. Sein Schüler Johannes Kepler war ein bisschen kurzsichtig, der hat aber dann die Rechnungen durchgeführt. Und Kepler war ein überzeugter Anhänger des heliozentrischen Systems. Und de Brahe hat ihm mitgeteilt, noch kurz vor seinem Tod, er muss nachmessen die Bahn des Planeten Mars. Und die Bahn des Planeten Mars im heliozentrischen System wäre ja eine Kreisbahn gewesen, aber das kann nicht stimmen. Und tatsächlich findet Kepler heraus, wenn man genau nachmisst, es sind nicht die Epizyklen. Die Bahn ist kein Kreis. Also hier haben Sie die Erdbahn und die Mondbahn und die Bahn des Mars, aber die Bahn des Mars ist kein Kreis. Und die Bahn der Erde ist kein Kreis. Und die Bahn des Mondes ist kein Kreis. Sie sind, wie Kepler sagt, alle Ovale. Ellipsen, wie er dann später feststellt. Auch die Bahnen der anderen Planeten, sie sind keine Kreise. Sie sind Ellipsen. Das war die eigentliche Revolution. Sie wissen vielleicht, meine Damen und Herren, dass Kopernikus geschrieben hat, ein Buch über die Revolutionibus Orbium Celestium. Und das klingt immer nach Revolution, aber es hat eigentlich nur zu handeln von den Umdrehungen der Himmelskörper. Volvere heißt sich wälzen, drehen, Revolvere sich herumdrehen. Also hat nichts mit Revolution zu tun. Und die wirkliche Revolution in der Astronomie, das war Kepler. Das war nämlich die Tatsache, dass er sagte, keine Kreise. Keine Kreise bewegen sich da herum. Ja, und die nächste Frage ist, was treibt dann aber die Bewegung dieser Himmelskörper an? Und eine alte Vermutung war, die Bewegung wird angetrieben von den Flügeln der Engel Gottes. Die Erde und der Mond wird bewegt von den Flügeln der Engel Gottes und alle Planeten werden bewegt von den Flügeln der Engel Gottes. Eine wunderschöne Vorstellung. So ein bisschen noch erinnert an die alte Vorstellung, dass sich im Himmel ja all diese mythischen Figuren befinden. Und was Kepler nun auch noch entdeckt hatte oder gemeint hatte, war, es ist nicht so, dass der Engel die Erde in diese Richtung treibt mit seinen Flügeln, sondern der Engel treibt die Erde in diese Richtung mit seinen Flügeln, zur Sonne hin. Und Kepler sagt, es ist eigentlich gar nicht mehr der Engel, sondern er spricht von einer Art, wie er sagte, so etwas Ähnliches wie eine magnetische Kraft. Eine sehr interessante Vorstellung. Also nicht mehr so richtig der Flügel, sondern eine magnetische Kraft, eine Art magnetische Kraft, mit der die Sonne die Erde anzieht. Und warum bewegt sie sich dann entlang einer Ellipse? Nun, so sagt Kepler, sie hat von Anfang an eine Fluchtbewegung bekommen, die Erde. Und die Fluchtbewegung zusammen mit der Bewegung zur Sonne hin ergibt gleichsam eine Fallbewegung, die dann die Erde in diese elliptische Bahn hineintreibt. So war seine Vorstellung. Und tatsächlich ist diese Vorstellung dann später präzisiert worden. Kepler hätte es noch selbst zustande bringen können, wäre nicht im Jahre 1630 in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges im Wallensteins Lager umgekommen. Was ist diese eigenartige Anziehung von der Erde zur Sonne? Da gab es verschiedenste Vorstellungen, also von Kepler. Kepler war eigentlich sehr, sehr gut. Er sagt, es ist so etwas Ähnliches wie eine Art magnetische Kraft. Descartes hatte sich nicht vorstellen können, dass es so eine Kraft selbst ist. Er hat sich vorgestellt, dass alles voll ist mit Körpern. Alles müssen Wirbel sein, die das Ganze bewegen. So gut Descartes in Philosophie war, so schlecht war er in Physik. Er war also wirklich, seine physikalischen Ideen sind so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil wahr ist. Also das ist die Wirbelvorstellungen des Descartes. Dann später hat Robert Hooke, der große englische Physiker, angenommen, es könnte vielleicht so etwas sein wie eine Art Federkraft, so eine elastische Kraft.
Später hat er es dann höchstwahrscheinlich wieder verworfen mit seinen Unterhaltungen mit Newton. Sie hatten sich also, sie waren Kollegen in Cambridge. Nebenbei gesagt, Newton hat Hooke nicht gemocht, und später, als Newton dann Präsident der Royal Society geworden ist, hat er seinem Feind Hooke, der immer erklärt hat, er hat das Planetensystem eigentlich gut verstanden, so verachtet, dass er sagte, jedes Bild von Hooke muss zerstört werden. Also das Bild, das Sie von Hooke hier sehen, könnte unter Umständen völlig falsch sein. Jedenfalls hat Newton nicht mehr haben wollen, dass man Hooke jemals wieder ansehen kann. Newton selbst hat es natürlich dann gefunden. Newton hat gesagt, nein. Genauso wie der Apfel auf die Erde fällt, so fällt die Erde auf die Sonne. Es ist die Schwere, es ist die Schwerkraft, die das antreibt. Die Schwerkraft, die mit einem mathematischen Gesetz beschrieben werden kann. Er hat also gleichsam die Idee des Johannes Kepler wieder vorweggenommen, dass es die Schwere ist, die durch die Masse des Planeten oder durch die Masse der Sonne entsteht. Die Schwere. Und je weiter der Planet von der Sonne entfernt ist, umso kleiner ist diese Schwerkraft, die den Planeten zur Sonne treibt. Und zwar mit dem Quadrat des Abstandes nimmt sie ab. Und die Größen der Massen, die sind entscheidend dafür, wie groß auch diese Schwerkraft ist. Also es ist in Wirklichkeit die Größe der Schwerkraft ein Bruch. Man kann es mathematisch beschreiben, es ist ein Bruch. Im Zähler stehen das Produkt der beiden Massen und im Nenner steht das Quadrat des Abstandes der beiden Körper voneinander. Das ist also die mathematische Erklärung. Und jetzt wissen wir es, es ist kein Binden an einen Kreis, es sind keine Sphären und es sind auch keine Engelsflügel, sondern es ist ein mathematisches Gesetz. Und Newton hat auch noch festgestellt, dieses mathematische Gesetz der Schwere, das gilt nicht nur, dass die Erde von der Sonne angezogen wird, sondern auch, dass die Sonne, die müsste ja genauso gut von der Erde angezogen werden. Also Aktio ist gleich Reaktio. Newton hat es zustande gebracht, in einem einzigen Jahr, im Jahre 1666, mit Hilfe dieses Massenanziehungsgesetzes, das er gefunden hat, zu beweisen, wenn die Sonne im Mittelpunkt des Universums ist und die Erde von der Sonne mit der Schwerkraft angezogen wird, dann bewegt sich tatsächlich die Erde auf eine Ellipse um die Sonne herum, auf eine Ellipse, wie es Kepler beschrieben hat. Und die Sonne befindet sich nicht im Mittelpunkt der Ellipse, das hat nämlich Hooke damals noch angenommen, darum hat Newton gesagt, kann nicht stimmen, sondern sie befindet sich in einem Brennpunkt der Ellipse, ein bisschen außerhalb des Mittelpunktes. Und die Erde bewegt sich um die Sonne nicht gleichmäßig, sondern so, dass der Vektor von der Sonne zum Planeten, zur Erde, dieser Radiusvektor in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Und er hat sogar festgestellt, bei verschiedenen Planeten, dass sich die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten um die Sonne herum so verhalten, wie die Kuben der Radien, könnte man fast sagen, der großen Halbachsen dieser Bahnellipsen genau genommen. Aber das Prinzip, dass Aktio gleich Reaktio ist, das bewirkt ja auch, dass die Sonne sich ja eigentlich auch von der Erde angezogen fühlen müsste. Das hat Newton mathematisch noch nicht behandelt, das hat dann später Johannes Bernoulli untersucht und hat festgestellt, ja, es ist tatsächlich so. Man kann das auch ausrechnen, wenn man annimmt, dass nicht nur die Erde von der Sonne angezogen wird, sondern auch, dass die Sonne von der Erde angezogen wird. Also die Sonne fällt auch tatsächlich auf die Erde herunter. Und da bewegen sich beide Körper, die Erde in eine Ellipse um den Massenmittelpunkt zwischen der Erde und der Sonne und die Sonne in eine Ellipse um den Massenmittelpunkt zwischen Erde und Sonne. Und der Massenmittelpunkt ist, weil die Sonne einfach so riesengroß ist, in der Sonne drinnen. Das heißt also, die Bahnellipse der Sonne ist ganz, ganz klein im Vergleich zur Ellipse der Erde. Also Sie sehen, das auszurechnen ist schon sehr, sehr aufwendig. Aber damit hat man das Planetensystem verstanden, und zwar vollständig verstanden, wenn es nur eine Sonne und eine Erde gibt und nichts anderes. Damit haben wir es ausgerechnet. Aber es darf nur eine Sonne und nur eine Erde geben und sonst nichts. Und das ist aber nicht der Fall. Es gibt ja mehrere Planeten. Und all diese Planeten werden von der Sonne angezogen. Und all diese Planeten ziehen natürlich auch die Sonne wieder an. Ja, es ist so, dass die Planeten einander selbst ja auch anziehen. Und all das muss jetzt berücksichtigt werden.
Und all das müsste man jetzt nachrechnen können, um festzustellen, wie sich diese Planeten, mit der Sonne eingeschlossen, bewegen. Und das geht nicht. Das ist einfach zu schwer. Schon bei 3 Körpern versagen wir. Bei 2 gelingt es, bei 3 ist man angewiesen auf Näherungsrechnungen. Und jetzt haben wir aber viele Körper. Wir haben da diese Wandelsterne, den Mond und die Sonne. Und Newton hat sogar noch etwas festgestellt, was ihm sehr, sehr unangenehm vorgekommen ist. Er hat beobachtet vor allem die beiden äußersten Planeten, Jupiter und Saturn, die beide sehr massereich sind und die sich sehr langsam um die Sonne herum bewegen. Und was Newton dabei festgestellt hatte, war, wenn Jupiter und Saturn, sagen wir einmal, auf einer Linie liegen zur Sonne hin, also sie können eine Gerade legen zwischen Sonne, Jupiter und Saturn, und sie beobachten diese beiden Planeten und sie fragen sich, wo befinden sie sich dann ein Jahr später? Dann stellt der Newton fest, ein Jahr später ist Jupiter um 30 Grad weitergewandert und Saturn, ich habe Ihnen ja gesagt, der ist viel langsamer, der ist weitergewandert um 12 Grad. Also nach 30 Grad Jupiter, 12 Grad Saturn. Damit sehen Sie auch, wie lange ungefähr es dauert, bis Sie wieder zurückkommen. Und da stellt Newton fest, das ist aber sehr unangenehm, denn 5 mal 12 Grad ist das gleiche wie 2 mal 30 Grad. Ist beides 60 Grad. Das heißt, wenn Jupiter 5 Umläufe getätigt hat, hat Saturn 2 Umläufe getätigt. Und was passiert? Sie kommen wieder an dieselbe Stelle zusammen. Sie sind wieder an der gleichen Stelle. Und das passiert immer wieder. Das heißt, diese Stelle, wo diese beiden massenreichen Planeten sind, die wird eine Sogwirkung ausüben auf die anderen Planeten. Und irgendwann einmal wird das Sonnensystem sozusagen auseinanderbrechen, weil die saugen ja diese beiden, Jupiter und Saturn, die anderen Planeten zu sich her. Und das Planetensystem würde zerbrechen. Und die einzige Lösung, die Newton gesehen hat, war, der göttliche Weltenbauer wird immer wieder eingreifen und das Ganze in Ordnung bringen. Und Leibniz hatte sich darüber sogar lustig gemacht, hat gesagt, sein newtonisches System, typisch für ihn, Newton war ja auf alle böse, insbesondere auch auf Leibniz, weil Leibniz hat auch diese Rechnung, die Newton verwendet hatte, um das Planetensystem beschreiben zu können, jedenfalls das Erde-Sonnensystem, hat Leibniz vorher vorweggenommen. Also Leibniz hat gesagt, also Newtons Uhrmacher ist eher ein schlechter Uhrmacher gewesen, der immer wieder aufziehen muss und reparieren muss sein Uhrwerk. Aber Newton war felsenfest überzeugt, nur der göttliche Eingriff könnte das Planetensystem stabil halten. Und erst der französische Astronom Laplace hatte festgestellt, wenn man genau misst, nach einem Jahr bewegt sich Jupiter um 30 Grad und 21 Minuten weiter, und Saturn um 12 Grad und 13 Minuten weiter. Und wenn man das multipliziert, 5 mal 12 Grad und 13 Minuten bekommt man 61 Grad und 5 Minuten und 2 mal 30 Grad und 21 Minuten bekommt man 60 Grad und 42 Minuten. Es ist fast das Gleiche, aber Gott sei Dank nicht ganz das Gleiche. Und weil das nicht ganz das Gleiche ist, verschmiert sich doch diese Zusammenkunft von Jupiter und Saturn während der Jahrhunderte. Und das System bleibt von selbst ungestört. Und diese Erkenntnis hatte Laplace nebenbei gesagt, auch einmal an einem Vortrag von einem anderen König vorgetragen, von einem Kaiser vorgetragen, den Kaiser der Franzosen, er war ja kein König, er war ja nur Kaiser, er war auch nicht Kaiser von Frankreich, er war ja Kaiser der Franzosen, denn ihm gehörte nicht das Land, sondern die Liebe seines Volkes, so behauptete es Napoleon. Wie dem auch sei, er hat es von Napoleon vorgetragen und Napoleon fragt, nun, Monsieur Laplace, und wo bleibt bei Ihnen jetzt der Weltenbauer, der Schöpfer? Und da sagt Laplace, ich brauche ihn nicht mehr. Ich habe ihn genau nachgemessen. Siehe, diese Hypothese benötige ich nicht mehr. Aber die Frage ist trotzdem bestehen geblieben. Es könnte doch sein, dass das ganze System zerbricht. Und genau das ist die Frage des Königs anlässlich seines 60. Geburtstags. Denn die Frage des Königs seines 60. Geburtstags ist eigentlich nichts anderes als die Frage, ist das Sonnensystem stabil?
Er möchte wissen, wenn ich N-Körper habe, und die N-Körper, das sind die vielen Planeten und Monde und die Sonne und die newtonschen Gleichungen, die ich dann einsetze, und kann ich das genau ausrechnen, wird es niemand können, das ist aussichtslos, aber so weit berechnen, dass ich dann sagen kann, dieses Ding wird für alle Zeiten stabil bleiben. Wird das immer stabil bleiben? Das ist ja die Frage. Und das ist tatsächlich jetzt ein Problem für uns. Leben wir in einer stabilen Welt? Ja, hier auf Erden ist es ohne dies nicht stabil, da herrscht ja Chaos. Aber ist der Kosmos wenigstens doch der Kosmos? Das ist das Problem. Gösta Mittag-Leffler hat seinem königlichen Herrn, das war der größte Mathematiker Schwedens damals, diese Frage, diese Preisaufgabe nahegelegt. Und es wurde eingesetzt, ein Preiskomitee mit den besten Mathematikern, die man damals kannte, dem deutschen Mathematiker Karl Weierstrass und dem französischen Mathematiker Charles Hermite. Und die Einreichungen dieser Lösungen für diese Preisaufgabe sollten von diesen beiden und mit Gösta Mittag-Leffler zusammen untersucht werden. Es gab nur 12 eingereichte Arbeiten, nur 3 davon wurden ernsthaft angeschaut, eine davon von einem Schüler von Hermite, Paul-Émile Appell, und eine zweite ebenfalls von einem Schüler von Hermite, von Henri Poincaré. Und diese hat den Preis gewonnen. Poincaré hat nicht betrachtet das Planetensystem, er hat nur betrachtet 3 Körper, also das Dreikörpersystem, und er hat in seinen Rechnungen zunächst einmal den König beruhigen wollen, tatsächlich, die Sache ist stabil. Alles ist in wunderbarer Ordnung. Als man die Arbeiten angeschaut hatte, hatte Weierstrass bemängelt, er kann es nicht ganz verstehen. Darauf hat er mitgesagt, das ist bei Poincaré so üblich, er hat immer nur Ideen hineingeworfen, so richtig verstehen tut er sie nur selber, und dann sagt er, es ist evident. Und Gösta Mittag-Leffler hat gesagt, wir werden sofort eine mathematische Zeitschrift gründen, Acta Mathematica, und in dieser mathematischen Zeitschrift soll diese Arbeit von Poincaré erscheinen. Und Poincaré schreibt diese Arbeit neu, und einer der Redakteure der Zeitschrift, Fragman, hat dann gesagt, ja, er müsste diesen und diesen Punkt näher erläutern. Und als Poincaré dann darüber nachgedacht hat, ist er draufgekommen, er hat einen wichtigen Aspekt, einen ganz entscheidenden Aspekt übersehen. Der wollte noch einbauen, und als er ihn eingebaut hat, hat er gemerkt, die Voraussage, dass es wirklich immer stabil ist, die kann man nicht halten. Das ist einfach falsch. Ja, es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Nebenbei gesagt, die Preisaufgabe, die Schwierigkeit war die, der Zeitschriftenartikel war schon in Druck und es wurden schon Vorabdrucke weggeschickt. Gösta Mittag-Leffler, ganz entsetzt, bekommt von Poincaré die Nachricht, wir müssen das zurückziehen. Dann wurde also mit einer Geheimaktion versucht, alle bereits verschickten Vorabdrucke wieder einzusammeln. Der von Weierstrass, der konnte man nicht mehr bekommen. Weierstrass dürfte dann irgendwie, also er hat sich nicht weiter geäußert. Und Poincaré musste das ganze Geld bezahlen dafür, dass das eingestampft wurde. Und das hat mehr gekostet als das Preisgeld, das er bekommen hatte von dem König von Schweden. Und die Arbeit selbst hat er dann auch nicht mehr behandelt, die dann herausgekommen ist. Es ist dann eine Ergänzungsarbeit herausgekommen, in der nämlich etwas ganz was anderes dargestellt wurde, was ich Ihnen dann gleich zeigen werde. Das Dreikörperproblem, wie man es tatsächlich in Reihen, also in mathematischen Annäherungsmethoden zu lösen versucht, hat dann später, so um 1903 herum, ein schwedischer Mathematiker Sundmann gelöst, und das N-Körperproblem, so wie es der König eigentlich wollte, ohne dass man die Stabilität beweisen kann, hat dann ein Professor der University of Arizona, Kwidong Wang, erst vor einigen Jahren bewiesen, also Jahrzehnten bewiesen. In der Mathematik sind Jahre und Jahrzehnte nicht so wichtig, weil Mathematik ist, wie Sie wissen, eine nachhaltige Wissenschaft, also ein Resultat, das vor Jahrzehnten gefunden worden ist. In der Mathematik gilt das wahnsinnig jung, also im Unterschied etwa zur Biologie, die ist ja nicht nachhaltig. Der wird also innerhalb von einem Monat wird man sagen, ja, das ist nicht mehr up to date. Aber was ist, was Poincaré gefunden hatte, als er seinen Fehler entdeckte? Er hat entdeckt, selbst wenn ich 3 Körper betrachte, 2 massenschwere Körper und einen dritten, der dritte grüne Körper bewegt sich, wir kennen seine Anfangsort und seine Anfangsgeschwindigkeit, wie bewegt er sich entlang dieser Massen? Nun ja, er hat also diesen Anfangspunkt, wo er grün, der grüne Punkt ist, und diese Anfangsgeschwindigkeit, die ich da zeige, und er bewegt sich entlang, sagen wir mal, dieser Kurve. Und ändere ich ganz, ganz leicht
also in den letzten Dezimalen, ganz weit hinten, den Anfangsort oder die Anfangsgeschwindigkeit, ich will es gar nicht zeichnen, weil die Änderung ist ganz, ganz klein, so wird sich die Bewegung in ähnlicher Weise vollziehen, bis zu diesem Punkt, aber die Bewegung geht natürlich weiter. Vor der Änderung würde sie zum Beispiel so weiterlaufen und nach dieser ganz, ganz kleinen Änderung würde sie so weiterlaufen. Also dann zerbricht sie. Und das ist das, was man Chaos nennt. Und diese Entdeckung dieser Möglichkeit, dass durch extremst kleinste, so kleine Änderungen der Anfangsbedingungen sich völlig verschiedene Ergebnisse herausstellen können, das ist eigentlich auf die Erkenntnis von Poincaré zurückzuführen, als er seinen Fehler entdeckte. Also dieser Fehler war der produktivste Fehler, den die Mathematik jemals erlebt hatte. Man kann sogar sagen, dass diese Zeit, bis endlich dieses Auseinanderdriften passiert, also es einige Zeit lang bleiben sie beisammen und dann driften sie auseinander, diese Zeit wird benannt nach einem russischen Mathematiker, 19. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert gelebt hat, Ljapunow, wird die Ljapunow-Zeit genannt. Also die Ljapunow-Zeit, während der Ljapunow-Zeit bleiben diese beiden möglichen Lösungen noch stark beieinander und dann driften sie plötzlich auseinander. Also wie groß ist jetzt, das ist eigentlich die Frage, wie groß ist jetzt diese Ljapunow-Zeit für unser Sonnensystem? Wie lang sind wir sicher, dass es stabil ist? Ja. Wie lang sind wir sicher, dass die Erde sich stabil um die Sonne bewegt? Und einem Vorschlag des Doyens der theoretischen Physik in Österreich, Walter Thiering, eines der bedeutendsten theoretischen Physiker weltweit, folgend, der immer unglaublich raffiniert war in geschickten Abschätzungen. Ja. Folgend will ich also aufgrund des dritten Keplerschen Gesetzes Ihnen zeigen, wie man ungefähr auf diese Ljapunow-Zeit des Planetensystems kommt. Also, es dauert ein Jahr, das ist sozusagen die Zeit, dass sich die Erde um die Sonne herum bewegt. Und jetzt will ich andeuten, was ist denn so eine kleine Änderung? Also was ist in kosmischen Dimensionen eigentlich vernachlässigbar? Also vernachlässigbar ist, ob wir in Wien oder in Paris sind. Das sind 1500 Kilometer. Also auf das soll es nicht ankommen. Auf das soll es nicht ankommen. 1500 Kilometer. Wenn Sie bedenken, dass sich die Erde von der Sonne entfernt findet, 150 Millionen Kilometer. Also wenn Sie das Verhältnis betrachten von 150 Millionen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nullen, durch 1500, das sind 2 Nullen, dann kommt eine Zahl heraus, 1 mit 5 Nullen, 100.000. 1 mit 5 Nullen. Und nun kommt das dritte Keplersche Gesetz. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Kuben der großen Halbachsen ihrer Entfernung, also die Kuben der Radien und die Quadrate der Umlaufzeiten. Also wir bilden jetzt von diesen Radien den Kubus, also die dritte Potenz. Dann wird aus den 5 Nullen werden 15 Nullen. Das sind die Kuben. Und jetzt wollen wir auf die Quadrate, das sind, entspricht den Quadraten der Umlaufzeiten. Die Umlaufzeiten selbst, da müssen wir also dann die Wurzel ziehen. Das Quadrat muss weg, das Quadrat muss weg. Das heißt, ich muss durch 2 dividieren den Exponenten. Das heißt, ich muss aus den 15 Nullen die Hälfte von 15 Nullen bilden. Die Hälfte von 14 Nullen sind 7 Nullen und da kommt noch eine Null dazu, also Wurzel aus 10 muss man noch dazu nehmen. Ja? Das sind, Wurzel 10 ist ungefähr 3, das sind ungefähr 30 Millionen Jahre. Also ungefähr 30 Millionen Jahre, also das ist natürlich eine höchst gewagte, aber jedenfalls ein erster Ansatz, Abschätzung. Ungefähr 30 Millionen Jahre können wir sicher sein, dass wir in einem anständigen Planetensystem leben werden. 30 Millionen Jahre können wir also auf die Zukunft hinaus projektieren. Ja? Für Politiker ist es sehr wichtig zu wissen, wie lange hält das Ding. Was das Spannende ist, das Planetensystem besteht aber schon etwa 5 Milliarden Jahre. Und das ist ein Riesenrätsel. Warum hält das Ding so lang? Das ist wirklich unklar. Warum hält es so lang? Es ist so, jetzt habe ich Ihnen das Planetensystem vorher ja sehr schematisch nur gezeigt und die Kreise haben nichts mit den wahren Radien zu tun. Hier sehen Sie die Planeten viel, viel, viel zu groß, aber die Kreise wenigstens halbwegs richtig in ihren Radien. Und diese Radien, die
folgen einer eigenartigen Regel, die ich Ihnen noch zum Schluss zeigen möchte. Eine eigenartige Regel. Wie sind die Radien von Merkur, Venus, Erde, Erde, Mars, Jupiter und Saturn aufeinanderfolgend? Da hatten die Wissenschaftler Johann Daniel Titius und dann hat es übernommen Johann Elert Bode die folgende Idee entwickelt. Man nimmt diese Zahlenfolge 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Sie sehen, wie sie entsteht. Also 0, 3, dann das Doppelte von 3 ist 6, dann das Doppelte von 6 ist 12, dann das Doppelte von 12 ist 24, dann das Doppelte von 24 ist 48, das Doppelte von 48 ist 96. Also man könnte sogar wissen, wie es weitergeht. Also diese Reihe nimmt man. Wir geben zu jeder dieser Zahlen 4 dazu. Und bekommen dann die Zahlen 4, 7, 10, 16, 28, 52 und 100. Und nun ist es tatsächlich so, wenn der Mars entfernt ist, 4 von der Sonne, 4 Einheiten, dann ist die Venus entfernt 7 Einheiten von der Sonne. Und die Erde entfernt 10 Einheiten von der Sonne. Und der Mars entfernt 16 Einheiten von der Sonne. Und Jupiter ist entfernt 52 Einheiten von der Sonne. Und Saturn ist entfernt 100 Einheiten von der Sonne. Und zwar auf wenige Prozent wirklich genau. Das ist gerade unglaublich. Also 28 fehlt noch. Und tatsächlich, es gibt sogar so Kleinplaneten, Planetoiden. Und diese Kleinplaneten, die umkreisen im Wesentlichen im Abstand von 28 die Sonne. Man hat sie auch fast danach entdeckt. Man hat dann auch entdeckt einen weiteren Planeten mit dem Fernrohr Uranus und der gehört auch dieser Reihe an. Nur dann hört es auf, dass diese Reihe richtig ist, also Neptun fällt raus, Pluto und Neptun, die sind ein bisschen böse, insbesondere Pluto hat eine große Exzentrizität der Ellipse, der kommt manchmal hinein in die Neptun-Saturn-Bahnen, Uranus-Bahnen und kann störend wirken. Es könnte ja irgendwann einmal auch etwas Böses passieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann einmal zwei Planeten fest zusammenkommen und einen dritten hinauswerfen, es nicht mehr wiedersehen. All das ist drinnen, aber erst etwa 100 Millionen Jahre später. Und wie diese, also irgendwie dürfte zu Beginn des Planetensystems die Planeten sich so wie ein Staubsauger alles Gerümpel, das zwischen ihren Bahnen war, hineingesaugt haben und dann bleibt nur mehr das so übrig, wie es die Titius-Bodische Reihe angibt. Vielleicht ist das der Fall, vielleicht nicht. Man weiß es einfach noch nicht genau. Also Fragen sind noch immer offen. Das ist das Wunderschöne an der ganzen Wissenschaft. Damit sehen Sie also, wie das Planetensystem einen König beeinflusst hat, tiefe Fragen zu stellen. Tiefe Fragen, die noch immer weiter tiefe Fragen bleiben werden. Und jetzt wissen wir es noch immer nicht. Wo ist das jetzt? Ist das jetzt ein Kosmos oder ist das Ding vielleicht doch eher ein Chaos? Das ist das Problem. Jetzt haben wir das Chaos im Planetensystem und den Kosmos hier auf der Welt. Das ist die letzte Geschichte von den größten Fehlern, den schönsten Fehlern, die ich Ihnen erzählen wollte. Es gibt natürlich noch viele Fehler anderer Art, unschöne Fehler, schreckliche Fehler. Nebenbei gesagt, ich weiß es selbst, also im MadSpace, es ist so, also wir machen das mit großem Bemühen, dass wir möglichst wenig Fehler machen, aber ich mache immer wieder Fehler, sogar peinliche Fehler bei Aussendungen und Ähnlichem. Und immer wenn ich Fehler mache, weiß ich, diese Fehler werden wieder gut gemacht von jemandem, den Sie hier in der ersten Reihe sehen, das ist die Organisatorin, meine Frau, die macht dann alle Fehler wieder gut, die ich dann mache und das, nebenbei gesagt, macht sie noch mehr nur gut als die Fehler, die ich mache. Und wir wollen natürlich möglichst wenig Fehler begehen, aber damit wir das weiter tun können, danken wir natürlich allen unseren Geldgebern, dass wir weitermachen können. Ein paar Fehler werden immer dabei sein, aber das Wichtigste ist, dass wir aus den Fehlern versuchen zu lernen. Das ist das Schöne, man kann ja lernen aus den Fehlern. Das ist das Zeichen, dass man ein erwachsener Mensch geworden ist. Nicht das Kleinkind kann gar keine Fehler machen. Da ist man ganz begeistert, wenn es in die Windeln macht. Gott, wunderschön, es kann keine Fehler machen. Dann die jungen Menschen, die dann in die Schule gehen, darum gehen sie in die Schule, die machen Fehler und wissen gar nicht, dass sie Fehler machen. Darum schickt man sie in die Schule, weil die Eltern sind überfordert damit. Und dann wird man erwachsen und dann macht man immer noch Fehler. Aber man erkennt es wenigstens. Und wenn man Fehler gemacht hat und dann durch die Erkenntnis weitergekommen ist,
dann hat man wirklich viel gelernt. Und das versuche ich jetzt auch weiter zu tun. Und ich möchte also ankündigen, dass ich weiter, vielleicht mit Fehlern, aber doch mit auch den Erkenntnissen, dass wir die Fehler wieder besser machen können, weitere Vorträge halten. Am 5. März, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie wollen, können Sie wiederkommen zu einer neuen Reihe. Die Reihe habe ich, den Namen der Reihe habe ich entnommen, dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe. Die Zahl, die aus der Kälte kam, das wird auch sozusagen eine dieser Vorträge stark beeinflussen, aber Zahlen sind etwas Kaltes, nicht? Darum mag man ja Mathematik nicht. Sie sind so eiseskalt, nicht? Man gefriert daran, wenn man sie angreift, weil sie sich nicht ändern lassen. Sie sind kristallklar. Und das möchte ich also in verschiedenen Aspekten zeigen. Und das Umfeld davon, das ist aber meistens ein heißes Umfeld und insbesondere ein bisschen auch den politischen Aspekt, den die Zahlen in sich hineintragen, das möchte ich im ersten Vortrag dann Ihnen darstellen. Denn die Zahlen der Macht, das beginnt beim alten Ägypten und endet bei den Wahlen in den demokratischen Ländern hier jetzt. Und all darüber zu sprechen, das ist sozusagen der Beginn dieser nächsten Reihe, zu der ich Sie wieder herzlichst einladen möchte. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Ich danke auch all denen, die uns da helfen, die hinten die Getränke geben und die uns weiter unterstützen. Ich danke vor allem Ihnen, dass Sie so begeistert zuhören und auch wenn ich Fehler mache, mir deshalb nicht gram sind. Vielen herzlichen Dank.